Was isst du da gerade? Bacon, Pepperoni, Salat. Okay, Fleisch. Ja. Isst du Fleisch? Ja, gerne. Ja? Mhm. Willst du darauf verzichten? Mhm. Wieso ich nicht? Ich bin vegan. Du bist vegan? Bis gestern. Ja, sie hat eben noch in mein Brötchen gebissen. 60 Kilo Fleisch, 143 Kilo Plastik und ein knappes halbes Handy. So viel verbraucht jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Wenn alle Menschen auf der Welt so mit den Ressourcen umgehen würden, wären wir echt ganz schön schnell am Arsch. Würdest du auf Fleisch verzichten? Ganz glaube ich nicht. Könnt ihr euch vorstellen, auf Fleisch zu verzichten? Obwohl die Tiere dafür sterben müssen, sterben muss jeder mal. Ja, es tut mir leid für uns Tiere, aber ich kann nicht drauf verzichten. Rezepte dagegen gibt es aber einige. Und ich habe mich heute in Berlin mit ein paar Weltretter-Köchinnen und Köchen verabredet. Franziska, du gehörst der wachsenden Rasse der Veganer an. Genau. Was definiert euch? Uns definiert, dass wir keine tierlichen Produkte konsumieren, ob in Lebensmitteln, im Essen, in der Bekleidung oder in Kosmetikprodukten. Das heißt, du bist von Kopf bis Fuß aus Pflanzen hergestellt. Genau. Wir stehen ja hier vor einem veganen Supermarkt. Das heißt, wir machen jetzt eine vegane Shoppingtour. Genau. Ist es dein Hauptmotiv gewesen, dass du sagst, ich möchte so gesund sein, wie es in meinem Leben nur geht? Meine Familie ist sehr Öko-Umweltschutz angehaucht. Mhm. Und ich dachte, irgendwie muss es da mehr geben. Und dann habe ich über Veganismus gelesen. Und dann war das plötzlich alles perfekt. So möchte ich leben. Aber gibst du dann mehr Geld aus für Essen? Mehr als früher. Und wo sparst du dann? In der Bekleidung zum Beispiel, weil ich investiere in Qualität und kaufe einfach nicht so viel. Das heißt, du hast einen Blazer? Ja. Ja? Ja. Und den zwei Jeans. Mehr nicht? Nein. Ach du Scheiße, ich habe, glaube ich, 5 Blazer und 20 Jeans. Ja. Ah, was zur Hölle ist das? Das sieht aus wie Hundefutter. Das sieht trocken nicht ganz so lecker aus. Wenn man das einweicht in Wasser und dann würzt, kann man das wie ein Schnitzel verarbeiten. Wenn man schon auf Fleisch verzichtet, warum muss man dann irgendwie was nachbauen, was so ähnlich ist wie Fleisch? Viele Veganer werden aus ethischen Gründen verzichten sie auf Fleisch und tierliche Produkte. Und das heißt ja nicht, dass sie den Geschmack nicht mochten. Was ist das? Das ist juicy pflanzlicher Streichkäse. Schmeckt wie Frischkäse mit Paprika. Hier, der Flo, hier, Manu, der Flo ist ja unser Fleischesser im Team. Was sagst du? Schmeckt man, dass es vegan ist? Ja. Das ist jetzt ein veganer Klamottenladen. Aber das sieht überhaupt nicht so aus. Ich glaube, das will ich mal anprobieren. Das gefällt mir. Was gibt's denn noch? I can dance my name. Du kannst nicht mal eben irgendwo reingehen, wo du gesehen hast, da gibt's Ausverkauf oder hier gibt's eine coole Klamotte, die möchte ich gerne haben. Das kann ich nicht und das möchte ich vor allem nicht. Und so ein bisschen ist das so die Angst vor Verzicht. Man kann nicht mehr überall an jeder Ecke konsumieren. Ja, aber das geht mir jetzt genauso. Du verdirbst mir gerade so die Laune am Spontanshopping. Da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Noch eine Frage. Ja. Plastik. Machst du dir Gedanken, wie viel Plastik du verbrauchst? Ja, vor allen Dingen, weil Plastik ja auch nicht so gesund ist. Ja, was kriegst du denn jetzt großartig noch, was nicht eingepackt ist? Ja. Du kannst ja zum Einzelhandel gehen. Im Bioladen ist vieles nicht so richtig eingepackt. Ich weiß nicht mal, wo ein Bioladen ist. Weil ich weiß gar nicht. Nee. Nur Dönerbuden und, ne? Hi. Hallo. Ich bin Daniel. Grüß dich. Benni. Benni, du bist der Plastikvermeider vor dem Herrn. Nicht ganz, aber ich versuche es zu sein. Sagen wir mal so, ich lebe bewusster vielleicht als andere. Und warum? Weil in der Umwelt baut sich Plastik nicht ordentlich ab und im schlimmsten Fall geht es in die Nahrungskette. Das heißt, im Endeffekt fressen wir Plastik? Kann vorkommen. Ich mache jetzt mal den Plastikdetektiv. Mal gucken, was ich finde. Plastikdeckel. Auch Plastik, auch Plastik. Genau. Obwohl es E-Cover heißt. Obst in Plastik? Ja, pfui. Staubsauger aus Plastik. Kühlschrank aus Plastik. Laptop auch aus Plastik. Ja. Das Glas ist mein persönliches Mehrwegglas. Ne? Und da kommt hier. Da kommt dann der nächste Plastik zum Einsatz, also der Mehrwegbeutel, die Großpackung. Okay. Aber das ist ganz wenig nur. Ja, das war mal so groß, ne? Aha. Sprich, die Großpackung, also große Packungen vermeiden immer Plastikabfall. Aber es ist ein Plastikdeckel drauf. Könnte auch ein Metalldeckel drauf sein. Ja. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, jedes Mal im Geschäft checken zu müssen, ist das etwas, was ich kaufen will?
oder kaufen kann. Aber ich dachte, als Verbraucher haben wir quasi die Macht in Unternehmen zu sagen, das kaufe ich nicht, weil da ist Plastik drin, also ist die Verantwortung allein bei mir. Wirkungsvoller ist auf jeden Fall, die Hersteller anzuschreiben. Und Hersteller sind extrem sensibel. Dann ändern die was? Ja, sie stoßen zumindest einen Prozess an. Das ist definitiv das Wirkungsvollste. Was ist mit Elektrogeräten? Handys, Computer, Smartphones, Laptops? Und nee. Wo das gemacht wird, woraus das hergestellt wird? Nee? Nee? Warum nicht? Ich glaube, wenn man das alles beachtet, dann lebt man ja gar nicht mehr. Dann kann man nicht mehr. Dann kann man irgendwie nicht mehr leben. Ich habe einen Föhn, ich habe einen Lockenstab, ich habe ein Handy, ich habe das Ladekabel, nicht? Ja. Laptop. Laptop. Fernseher. Ja. Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle. Hast du eine Ahnung, wie die Geräte hergestellt werden? Ganz ehrlich, aber es interessiert mich auch nicht, weil es muss funktionieren. Ich muss in die Straße mal. Echt? Okay. Ja. Dankeschön. Sorry. Tschüss. Annelie, hallo. Annelie, was habe ich denn jetzt mit dem Kauf von diesem Mobiltelefon verbrochen? So manches. Also, zum einen sind dort Konfliktmineralien drin. Weil da Rohstoffe drin sind, die aus so Kriegsgebieten kommen. Ganz genau, ja, Coltan zum Beispiel ist da drin. Muss das da drin sein, dieses Zeug aus diesen Kriegsgebieten? Es muss nicht aus den Kriegsgebieten da drin sein. Es gibt auch Coltan, das eben nicht aus Kriegsgebieten stammt. Gab es denn mal eine Situation, wo du gedacht hast, boah, kaufe ich das jetzt, aber ich kann es eigentlich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren? Also wir brauchen jetzt zum Beispiel gerade einen Laptop. Ja. Und da habe ich auch gedacht, okay, ich arbeite in einer Initiative, die sich gegen die Arbeitsbedingungen einsetzt. Was für ein Ding kaufe ich jetzt? Und was kaufe ich? Weil es gibt das einfach nicht. Hm. Und jetzt haben wir ein gebrauchtes gekauft. Und das ist so für dich der sichere Mittelweg? Das ist natürlich auch keine wirkliche Alternative, aber das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, wenn ich so ein Arbeitsmittel brauche. Es gibt eine ganz kleine Initiative, die versucht, eine faire Maus herzustellen. Hast du die? Ich habe die. Das ist eine einigermaßen nette Maus. Hier steht auch drauf, Gehäuse biologisch abbaubar. Sollte man nicht in Kaffee werfen, weil es sich dann auflöst. Ja. Und ist made in BAD, also nicht von kleinen chinesischen Fingern. Das ist jetzt an einem Ein-Frau-Betrieb. Und deswegen ist aber das so. Es gibt eine Maus und der Rest ist scheiße. Im Moment ja.